Hallo Läufer, ich bin's, euer Läuferknie, und im heutigen Video bekomme ich Besuch, und zwar von meinem Freund Scott. Und Scott ist Trainer, und zwar der Palani-Trainer. Ich brauchte einen neuen Trainingsschuh und bin dafür nach Krefeld in den Laufladen Bunnert gefahren. Dort habe ich mich vom ehemaligen Triathleten Jörg Giesen fachmännisch beraten lassen. Wir haben eine Gang- und Bewegungsanalyse gemacht und das Ergebnis lautete, ich brauche einen Trainer. Und zwar den Scott Palani Trainer. Ganz kurzer Hinweis an dieser Stelle. Den Schuh, den ich euch heute vorstelle, den Scott Palani Trainer, habe ich mir selbst gekauft. Der Schuh wurde mir nicht gesponsert und das ist auch kein Werbevideo für Scott. Kommen wir erst einmal zur Marke Scott. Scott ist ein Schweizer Sportartikelhersteller mit US-amerikanischen Wurzeln. Scott wurde 1958 von Ed Scott in Idaho gegründet. Und Scott bietet alles im Sportartikelbereich von Skiern, Snowboards, über sämtliche Bekleidung im Motocross-Bereich, über Mountainbikes, Rennrädern bis letztendlich Laufschuhen an. So, dann kommen wir einmal hier zu diesem Modell. Dem Scott Palani Trainer. Wie ihr seht, ich habe gleich schon meine Nathan Locklaces drauf gemacht. Die gab es auch in der gleichen Farbe wie der Schuh, in einem schönen knalligen Orange. Der Scott Palani Trainer ist ein Neutralschuh. Er hat eine herausragende Dämpfung, trotzdem effizientes Abrollverhalten. Und bietet eine gute Stabilität. Etwas negativ überrascht bin ich von der Sprengung des Schuhs gewesen. Und zwar ist das hier vielleicht gar nicht so deutlich zu erkennen, aber der Schuh hat eine Sprengung von 11 mm. Das ist schon ziemlich viel. Die Hacke ist also richtig aufgebockt. Mittlerweile neige ich zu Schuhen, die deutlich flacher sind, wie zum Beispiel den Kinvara 8 mit einer Sprengung von 4 mm oder den Hoka One One Clayton 2, der hat auch nur eine Sprengung von 4 mm. 11 finde ich schon wirklich viel, aber ich vertraue da jetzt einfach mal dem Urteil von Jörg Giesen, der sagt, dass dieser Schuh absolut perfekt für meinen Fuß ist. Und ich auch beim Gehen mit diesem Schuh auf der Matte eine super Druckverteilung auf beiden Füßen hatte. Deswegen gebe ich dem Schuh jetzt einfach mal eine Chance. Ansonsten kann ich zu dem Modell noch sagen, es ist vor allen Dingen super strapazierfähig und für viele, viele Laufkilometer geeignet. Und wir haben hier auch noch eine schöne, griffige Sohle. Ich hoffe, das kommt in dem Video auch so rüber. So sieht man es vielleicht noch am besten. Die jetzt auch im Herbst und Winter auf matschigem Untergrund genügend Halt gibt. Gut, ich habe mir den Schuh jetzt gekauft. Bin den schon auf dem Laufband und auch vor dem Sportladen gelaufen, da fühlte er sich sehr gut an. Ich nehme mir jetzt aber auch die Zeit und werde diesen Schuh in den nächsten Wochen öfter für euch laufen und dann bekommt ihr mein endgültiges Fazit.
Leute, in den letzten Wochen habe ich also den Scott Palani Trainer ausgiebig für euch getestet. Einmal so weg. Was ich zu dem Schuh sagen kann, ist, ich finde ihn sehr angenehm am Fuß. Besonders hinten an der Achillesferse ist er richtig schön weich gepolstert. Ich finde ihn leicht, gut gedämpft. Er gibt ausreichend Feedback, egal auf welchem Untergrund man läuft. Also ich habe den Schuh im Wald ausprobiert. Ich bin ihn auf der Straße gelaufen, auf Kopfsteinpflaster, Treppen rauf, runter, im Fitnessstudio. Und egal auf welchem Untergrund ich gelaufen bin, ich habe das Gefühl gehabt, dass ich ein sehr gutes Feedback immer vom Untergrund erfahren habe, ausreichend Vortrieb. Der Schuh ist für mich ein Trainingsschuh, allerdings absolut für langsame, ja, 10er, Halbmarathons oder auch Marathons geeignet. Zwei Punkte, wo ich ein bisschen kritisch mit bin, ist der Schuh. Sehr gut verarbeitet, aber wenn man das hier so sieht, hier vorne, genau hier, hat er also nochmal eine Verstärkung. Das ist natürlich für die Langlebigkeit des Schuhs sehr, sehr gut. Allerdings, und ich muss dazu sagen, ich habe den Schuh eine Nummer größer als meine normalen Schuhe. Bin ich nicht beim Laufen, sondern wenn ich ihn so anhatte und auch am Tisch, am Schreibtisch gesessen habe, bin ich immer mit meiner großen Zehe hier von innen gegen diese Verstärkung gestoßen. Und diese Verstärkung ist auch von innen gut zu spüren und relativ hart. Und da ich auf dem linken Fuß sowieso schon seit Dezember letzten Jahres eine Entzündung am Zeh habe, mittlerweile entwickelt sich das wirklich wieder positiv gut zurück. Trotzdem habe ich da oft am Zeh eine negative Reizung durch diese Verstärkung erfahren. Das ist natürlich ganz anders als bei meinen anderen Schuhen, wie den Kinvara, den Hoka One, wo das Obermaterial ausschließlich aus dem Mesh besteht und wo die Verstärkung nicht vorhanden ist. Wie gesagt, das hat mich aber nur gestört, weil ich ja auf der linken Fußseite sowieso schon eine Entzündung am Zeh hatte. Und auch nicht beim Laufen, sondern mehr so beim Tragen und ja, beim Sitzen. Und eine Sache noch, ja, jetzt gerade Herbst-Winterzeit, die Wege sind dreckig, matschig und bei diesem wunderschönen, knalligen Orange, bin mir nicht sicher, ob das farblich so gut gerade rüberkommt, es ist also kein Rot, es ist wirklich ein knalliges Orange. Der Schuh gerade vorne auf dem Mesh wird doch sehr schmutzig. Und damit der Schuh nicht nach dem ersten, zweiten Lauf schon total mitgenommen aussieht, muss man ihn also gut reinigen. Und das ist bei der Farbe etwas schwierig. Also diese schöne, knallige, kräftige Orange mit dem Dreck der Straße wird doch sehr schnell zu einem etwas dunkleren Orange. Und die Farbe ist nun mal halt sehr anfällig. Das ist bei einem dunklen Blau oder bei einem schwarzen Schuh oder dunkelroten Schuh nicht der Fall. Aber bei der Farbe habe ich persönlich die Erfahrung gemacht, dass der Schuh doch sehr schnell verschmutzt aussieht. Aber gut, das hat mit dem Schuhmodell an sich weniger zu tun. Das ist ja mehr die Farbwahl. Mir gefällt die Farbe persönlich sehr, sehr gut.
Ich finde den Schuh in Orange mit dem blauen Schriftzug optisch sehr, sehr ansprechend. Deswegen habe ich mich auch für dieses Farbmodell entschieden. Aber wenn man den Schuh etwas sauber halten möchte, ist der Aufwand doch deutlich größer als bei anderen Farbkombinationen. So, mein Endfazit: super Trainingsschuh, super Qualität, sehr gute Verarbeitung, sehr guter Komfort. Ich finde, er hat eine absolut ausreichende Dämpfung und in Kombination einen guten Vortrieb. Für mich aktuell mein Lieblingsschuh. Mit ihm bereite ich mich gerade auf dem Halbmarathon, den Venlob, vor. Und ich kann mir gerade sogar vorstellen, dass ich nicht nur im Training den Schuh tragen werde, sondern eventuell sogar beim Halbmarathon selber. Darüber werde ich euch natürlich auf dem Laufenden halten. Mein nächstes Video, was ich posten werde, das wird auch wieder ein Schuhtest sein, der Hoka One One Clayton 2. Das kommt in ein paar Wochen. Bis dahin, euer Läuferknie.